Lavasee gebaut hätten und von oben fließt auf einmal die Lava runter. Also spätestens dann wäre und so die Not groß gewesen. So, jetzt machen wir zumindest hier ein bisschen erstmal Spinnennetz frei. Ach, und Gold. Das habe ich schon ganz übersehen. Da oben geht's weiter. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade in diesen Spinnennetzen hier feststeckte. Ist hier wer? Hallo. Wer ist da? Ich will hier auf die Dings hauen, hier auf den Güschen, auf den Ömmel, auf den Zwiehern, auf den. Ne, ihr wisst schon wen. Ah, hier geht's nur wieder runter. Langweilig, langweilig. Ist wahrscheinlich auch wieder runter, ja. Können wir trotzdem gleich mal nachschauen. Hier waren wir schon. Ach, und eine Kiste. Und Melonsamen. Ach, Mensch. Da finden wir sie doch noch. Ich habe ehrlich gesagt schon nicht mit gerechnet. Normalerweise ist es sehr unwahrscheinlich, dass man solche findet. Aber wir haben sie gefunden. Wir haben es geschafft. Eigentlich könnte ich jetzt aus der Mine rausgehen, mache ich aber nicht, mache ich nicht, nee, mache ich nicht. Mensch, wie sehe ich denn aus? Na, erst könnte ich eine Ewigkeit eine Dings, eine Farm hier, also hier so eine Dings hier an, so eine und so und überhaupt. So eine Runde hier, so eine richtige schöne Mining-Runde. Und dann kann ich doch schlecht sagen, ach Mensch, vergiss es. Das machen wir nicht, das dauert mir zu lange. Nee, so bin ich nun auch wieder nicht. Auch wenn ich viele Sachen nicht direkt mache, wenn ich sie sage, hier, ne, wisst ihr ja noch. Ich sag nur zum Monsterfalle, aber. So im Großen und Ganzen doch schon. Also es ist. Mist. Ihr habt gefurzt. Suizidbomber. Stirb! Spüre meinen kalten Stahl in deinem kalten Fleisch. Nimm dies, Marvin. Nimm das, Marvin. Könntet ihr mal jetzt hier etwas den Geist aufgeben? Mensch, wie lange soll ich noch auf euch einprügeln, bis ihr drauf geht? Enderman! Enderman! Schade, er hat keine Enderperle gedroppt. Schade, schade. Schade, schade. Wir sind auf der anderen Seite des Lavaflusses. Den haben wir ja schon mal gesehen. Jetzt müssen wir nur. Mensch. Diese Höhle, die ist auch groß hier. Mensch, also sie wird immer größer. Also Menschenskinder, ich bin ja echt. Ich muss ja sagen, diese Höhle. Die ist groß. Ja, die ist groß ist die. Die ist sehr groß. Bisschen sehr, sehr groß. Wo wir jetzt hingehen, weiß ich noch nicht. Warte mal ganz kurz. So, mal wieder kurz gehustet. Ach ja. Eine Erkältung. Die ist doch immer was Feines. So, hier noch das Eisen mitnehmen. Was uns wohl erwartet. Eisen auf jeden Fall. Wir waren hier schon mal. Und ich höre Zombies. Sehr viele Zombies. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Wo seid ihr, Zombies? Kommt her. Ihr
braucht nichts zu befürchten. Ich werde euch nur eins auf die Dings hauen, auf die Schnauze hauen. Ja, die haben sich scheinbar alle verzogen. Ist ja langweilig hier. Jemals zurückfinden werden. Ich mag es ja schon langsam zu bezweifeln. Ja, ich weiß, da ist noch Kohle. Da ist noch Kohle, das weiß ich auch. Weil ich durchsuche erstmal die Gänge. Ach, hier ist Gold. Deswegen bleibe ich mittlerweile etwas außen stehen. Aber gut, weil ja jetzt die Fackel, man hat es gesehen, es funktioniert. Die hat jetzt erstmal den ganzen Rotz aufgefangen. Wo ist diese Spinne? Es kommt von allen Seiten. Na toll, und dann noch diese kleinen Minenspinnen, das sind doch... Hier ist ein Spawner. Hier muss ein Spawner irgendwo in der Nähe sein. Ansonsten werden hier keine Minenspinnen. Die spawnen nämlich, soweit ich weiß, noch. Ja, hier ist Kohle. Das war's mit unserem Fackelwärme auf der 24. Diese Gänge werden immer größer und immer verzweigter. Ich glaube, mit den Verrückten zurückfinden wird es wirklich mittlerweile schwierig. Auf jeden Fall ist hier Gold ohne Ende, aber was sollen wir mit Gold machen? Also mit, ja, mittlerweile, bis jetzt hat ja Gold noch so gar keine Verwendung. Vielleicht ändert sich das ja bald mal. Wir nehmen es jetzt einfach mal mit. Wir können daraus hier goldene Äpfel machen. Für mehr ist Gold ja bis jetzt noch nicht zu verwenden im Endeffekt. Hier war noch irgendwo was in der Decke. Hier ist noch was in der Wand. Genau. Ja, und hier ist Kohle ohne Ende. Die nehmen wir uns natürlich auch noch mit. Obwohl ich es ein bisschen merkwürdig finde, dass die Kohle hier genauso aufgeschichtet ist. Das ist eigentlich selten. Aber ich habe damit echt nichts zu tun. Nein, 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 nein. Ah, diese Erkältung. So, ich hoffe mal, das reicht jetzt erstmal. Da kommt nicht gleich noch einer nach. So, ach ja. So viel coole Menschen. Ich muss mir demnächst echt mal die Playlist zusammenstellen. Da warte ich doch jetzt schon so lange drauf. Ne, ihr auch. Hintergrundmusik müsste ja mittlerweile laufen. Hoffe ich, meine ich, denke ich. Mein Gott, hier ist so viel Kohle. Ja, das ist jetzt nicht auszuhalten. Also wenn da Diamanten wären, dann fände ich das ja winzig. Aber hier ist Kohle. Und noch verdrückt, Mensch. Nee, jetzt öffnet mir da die Nase. Das ist alles Mist. So, hier noch die Kohle mitnehmen. Jetzt haben wir erstmal genügend Kohle, glaube ich. Mein Gott, hier geht's auch nochmal hoch und runter. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir sind. Das ist doch schon mal sehr toll. So, jetzt ist mir hier hinten hin. Ich hätte den Kompass mal mitnehmen sollen, so aus, ja, rein Interesse halt, wa? Dass man vielleicht mal so eine grobe Richtung hat, aber... Komm her, Skeletor. Wird auch gar nicht wehtun. Ich weiß, dass du da bist, Skeletor. Komm her.
Mist, und wir haben... Haben wir noch eine Axt? Ja, wir haben noch eine Axt. Das war's mit Mr. Skeletor, aber... Ich höre doch noch neue Monster. Ich höre noch Zombies. Ich höre sie. Sie sind so laut. Ja, die hängen auf jeden Fall erstmal unten fest und ich suche erstmal den Spawner. Hier. So, der müsste jetzt erstmal deaktiviert sein. Jetzt muss ich da nur noch irgendwie heil runterkommen und den Spinnen eins aufs Maul geben. Komm her, kleine Spinne. Kriegst auch noch deine Portion Schmerz. Heyo, komm rüber. Genau so. Ins Auge. Ach ja, mitten ins Auge. Ich stech dir ins Auge und blende dich. Oh mein Gott. Ich habe den Spawner doch gerade deaktiviert. So, der nervt erstmal nicht mehr. Mein Gott, wo sind wir hier gelandet? So langsam kriege ich Angst. Was macht der denn da? Also ich lasse das Ganze jetzt hier mal unkommentiert, ja? Das ist, das lasse ich jetzt echt mal unkommentiert. Das ist ja hier ein Jugendfreie. Zitze, zitze, zitze. Also nee, das geht ja gar nicht. Mensch, diese Zombies, mein Gott. Da haben wir noch ein bisschen Arbeit, glaube ich. Also ich glaube, wir werden auch nicht alles in einmal erforschen. Ich glaube, da müssen wir noch ein zweites Mal kommen. So viele Rohstoffe, wie es jetzt hier gibt. Wir haben ja auch noch ein paar übersehen. Die werde ich jetzt auch noch versuchen, alle mitzunehmen. Aber nicht alle, glaube ich. Das könnte ein bisschen knapp werden. Aber viele. Viele, viele. Ach Mensch, unser Inventar... ist schon wieder voll. Ich muss mal ganz kurz nochmal los. So, der nervt nicht mehr. Wo ist unser Backpack? Hier ist unser Backpack. Kisten rein. Das rein, das rein. Das rein, das rein, das rein, das rein, das rein. Ja, Kohle kann hier nochmal rein. Sprengpulver, das kann rein. Eisen, Gold. Läppisches Lazuli, die Fences. Das kann hier noch rein. Das muss es auch erstmal gewesen sein. Jetzt erstmal noch was snacken. Mist, das reicht nicht. Wir haben gar keine Pilze mitgenommen. Ich bin auch so blöd. Naja gut, wir haben noch ein paar Brote, aber die werden auch nicht lange reichen. Ich glaube, wir werden in nächster Zeit nochmal zurück müssen. Komm. So, mal schauen, was es hier noch gibt. Wenn wir denn noch Fackeln haben. Ja, wir haben ja gerade keine mehr. Unser Helm ist auch schon mittlerweile. Also unsere Rüstung leidet immer mehr. Unsinnig finde ich hier unten die Anzeige. Die, komischerweise nicht so wirklich. Ja, jetzt Kohle. Jetzt habe ich die gerade weggepackt. 36 passt ja genau. So, ziehe ich mir die erstmal hier unten drauf. Mein Gott, das kann ja noch spaßig werden. Ich glaube, wir machen erstmal ein...